Heute spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen als deutscher Arbeitssuchender bzw. Arbeitnehmer hier in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie gerade erwähnt, werde ich heute mal meinen persönlichen Erfahrungsbericht zum Thema Arbeitnehmer und Arbeitssuchender im Polen hier wiedergeben, denn ich habe hier schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe jetzt hier vor kurzem einen Job gesucht. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich vor ein paar Monaten meinen alten Job gekündigt habe. Ich habe jetzt auch mittlerweile einen neuen Job. Daher konnte ich einige Bewerbungsgespräche machen, habe auch die ein oder andere Bewerbung losgeschickt. Zudem habe ich auch in meinem früheren Job, also wo ich zuletzt tätig war, selber Bewerbungsgespräche geführt und ich denke, ich kann hier schon das ein oder andere erzählen, wie das jetzt auch hier in Polen abläuft, zum Beispiel auch wenn man sich jetzt als Deutscher irgendwo bewerben möchte, wie das dann aussieht. Zuallererst muss man aber auch sagen, dass ich mich zuletzt in Deutschland vor über 10 Jahren beworben habe. Ich weiß gar nicht, wie heute die Prozedur oder der Rekrutierungsprozess in Deutschland aussieht. Ihr könnt mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob sich das mittlerweile auch schon geändert hat. Denn ich glaube, in Deutschland, zumindest war das so mein letzter Eindruck, sind hier dann noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen weit hinten, aber noch ein bisschen zurück, was das Thema angeht. Denn der erste gewaltige Unterschied, was ich hier schon mal nennen kann, hier wird alles digital gemacht. Also hier bewirbt man sich eigentlich nur online. Ich habe noch nie eine Bewerbungsmappe in der Hand gedrückt gekriegt, wo mir jemand sagt, hier schau dir mal den Bewerber an. Hier wird alles per E-Mail gemacht. Auch wenn ich selber irgendwo einen Job gesucht habe, man schickt keine Bewerbungsmappen raus oder sonst irgendetwas. Hier in Polen macht man das über Portale. Man lädt auch in der Regel nur seinen Lebenslauf hoch. Also das ist für den Anfang komplett ausreichend. In Deutschland kennt man das wahrscheinlich so typisch, eine komplette Bewerbungsmappe, die man schön aufklappen kann, wo man dann sein Deckblatt hat. Drin hat man dann Lebenslauf plus Anschreiben. Und eventuell dann auch noch Diplome oder irgendwelche Qualifikationen, was man alles so erreicht hat. Wenn dann zum Beispiel nur irgendwo ein Leerzeichen zu viel ist oder irgendwo der Komma falsch gesetzt wurde, dann wird man ja in der Regel ja schon disqualifiziert, ja, und einfach zur Seite geschoben. Hier in Polen würde ich sagen, läuft das alles ein bisschen lockerer und geschmeidiger ab. Wie ich gerade erwähnt habe, schickt man hier eigentlich nur seinen Lebenslauf raus. Der Lebenslauf, würde ich auch sagen, unterscheidet sich ein bisschen der von dem, wie der in Deutschland geschrieben wird. Hier in Polen zum Beispiel, zumindest ist es das, was ich so erlebt habe, packt nicht jeder sein Foto mit rein, nicht jeder schreibt sein Geburtsdatum mit rein oder schreibt rein, ob er verheiratet ist oder Kinder hat oder irgendwelche Hobbys. Ich würde sagen, sehr oft kommt das hier vor, dass diese unnötigen oder ich will das jetzt nicht unnötig nennen, aber die für den Arbeitnehmer oder für den Job weniger relevant sind, werden auch nicht immer angegeben. Also hier werden wirklich nur die Stichpunkte angegeben, zum Beispiel welche schulische Laufbahn man durchgegangen ist, beziehungsweise seine berufliche Erfahrungen. Hier haben wir dann auch nochmal einen Unterschied, dass hier die Lebensläufe, zumindest ist das so mein Eindruck, so ein bisschen mehr aus, so ein Mix aus Lebenslauf und vielleicht auch ein bisschen Anschreiben ist. In Deutschland hat man das Anschreiben, wo man dann so, ja, so ein bisschen von sich selber erzählt. Hier in Polen ist das dann so, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Lebenslauf hat und man seine berufliche Karriere aufschreibt, zum Beispiel seine Stichpunkte von, weiß nicht, von 2000 bis 2002 habe ich bei Firma ABC gearbeitet, und dann schreibt man auch noch sehr oft darunter, zum Beispiel welche Aufgaben man dann hatte oder was man da so gemacht hat. Manche schreiben das nur in Stichpunkte, manche schreiben wirklich einen kleinen Text darunter, und somit hat man im Prinzip einen Lebenslauf mit, ja, vielleicht Anschreiben zusammen in einem. Ich persönlich mag das sehr, mir hat es sehr gefallen. Ich muss zugeben, wo ich mich damals zum ersten Mal beworben habe, habe ich das nicht gemacht. Ich habe das wirklich mehr oder weniger stumpf so gemacht, wie man das in Deutschland macht, weil ich das auch nicht anders kannte. In meinem jetzigen Job, wo ich jetzt derzeit tätig bin und mich beworben habe, habe ich das genauso gemacht. Also ich habe meinen Beruf aufgeschrieben, plus die Tätigkeiten darunter, was ich da gemacht habe, meine Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Ich finde das eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm, muss ich schon sagen. Und da haben wir schon mal zwei ganz, ganz
große Unterschiede. Beantworten wir mal die Frage, ob man hier als Deutscher oder beziehungsweise als deutscher Muttersprachler Probleme hat, einen Job zu finden. Da kann ich ganz klar sagen, wenn es jetzt nur darum geht, einen Job zu finden, nein, die Probleme wirst du nicht haben. Man kann auch sagen, dass Polen im Allgemeinen sehr offen ist für Fremdsprachler, also wenn es jetzt um Jobsuche geht, da viele Firmen, ausländische Firmen hier in Polen sind, beziehungsweise Polen auch mit sehr vielen Firmen im Ausland zusammenarbeitet, zum Beispiel deutsche Firmen, beziehungsweise Firmen, die zum Beispiel mit Deutschen zusammenarbeiten, gibt es hier in Polen sehr viel. Skandinavische Firmen haben wir hier auch sehr viele, zum Beispiel Norwegisch. Norwegisch wird hier sehr oft gesucht, ist eine sehr beliebte Sprache. Dänisch auch, Schwedisch, Niederländisch. Das sind so Sprachen, die hier in Polen sehr beliebt sind. Und wenn man diese gut sprechen kann, sollte man kein Problem haben, einen Job zu finden. Nur man muss natürlich dann auch schauen, wie man dann selbstverständlich bezahlt wird, weil es heißt ja nicht immer sofort, dass du hier als Muttersprachler den allerbesten Lohn kriegst. Da muss man immer ganz vorsichtig sein. Das sind auch Sachen, die ich immer so im Internet gelesen habe, dass man hier als Muttersprachler, egal welche Sprache, hier sofort 10.000, 15.000 Worte verdient. Da muss man wirklich mit solchen Aussagen vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber ich sag mal, wenn man jetzt diese ganz normalen, einfachen Jobs annimmt, sage ich jetzt mal als Muttersprache, diese einfachen Jobs, und damit meine ich hier zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie als Verkäufer im Kundenservice irgendwie arbeitet oder sonst irgendetwas, das sind so diese typischen einfachen Jobs, dann findet man schnell einen Job, aber die werden natürlich nicht so gut bezahlt wie zum Beispiel, wenn man jetzt mit der deutschen Sprache und noch irgendetwas zusätzlich macht, in irgendeiner Branche zum Beispiel drin ist, zum Beispiel in der IT-Branche, in der Logistikbranche zum Beispiel. Ja, dann kann man vielleicht schon den ein oder anderen Worte mehr kriegen. Man muss auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, das hat ja auch einen Grund, warum die Firmen hier in Polen sind. Ja, sind wir einfach mal ehrlich, die Firmen, die sind hier nicht in Polen, weil es in Polen leckere Pierogi gibt oder der Bigos so toll ist. Die sind hier in Polen, weil hier einfach die Arbeitskraft günstiger ist. Wenn jemand zum Beispiel in Deutschland 3.000 verdient, dann werden die einen Teufel tun und die hier 15.000 geben, also was jetzt umgerechnet fast das gleiche ist. Die müssen natürlich Geld sparen, das ist auch der Grund. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber da muss man schon wirklich lange suchen, um einen guten fünfstelligen Betrag zu verdienen, jetzt mit der deutschen Sprache und am besten auch noch irgendwie in einer spezifischen Branche sein. Ich habe auch schon mal sehr oft das ein oder andere gelesen, ja, zum Beispiel, ich war Gebäudereiniger in Deutschland, finde ich in Polen einen Job, im Prinzip schon. Ja, aber du wirst so bezahlt wie jeder andere auch. Du hast dann jetzt hier nicht irgendwie diesen Sprachenbonus, nenne ich das jetzt einfach mal, weil die bezahlen dich einfach nicht dafür. Die bezahlen dich fürs Gebäude reinigen halt und nicht, weil du noch eine zusätzliche Sprache kannst. Ich berichte aber jetzt mal von meinem Bewerbungsgespräch. Denn da habe ich auch positive, negative sowie teilweise kuriose Erfahrungen gemacht, was das Thema Bewerbungsgespräche angeht. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den positiven Erfahrungen an. Ich kann ganz klar sagen, alle Bewerbungsgespräche sind hier in der Regel sehr gut verlaufen. Fragen, die ich sehr oft im Internet lese, ob man hier Bewerbungsgespräche auf Polnisch führt oder auf Deutsch oder auf Englisch, kann ich sagen, ich persönlich habe alle meine Bewerbungsgespräche in Polnisch durchgeführt. Deutsch habe ich hier eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, ja doch ein oder zwei Bewerbungsgespräche hatte ich auch auf Deutsch gehabt, aber in der Regel nur auf Polnisch. Sehr oft sprechen die vielleicht ein paar Sätze mit jemandem auf Deutsch, um einfach die deutsche Sprache zu testen. Oft hatte ich aber auch die Situation, dass die gesagt haben, die werden mein Deutsch erst gar nicht testen, weil deren Deutsch zum Beispiel nicht so gut sein wird wie mein Deutsch. Überwiegend auf Polnisch habe ich zumindest meine Bewerbungsgespräche geführt. Und hier gehe ich dann auch vielleicht nochmal auf den Punkt Sprachen zurück. Wenn ihr schon kein Polnisch könnt, wäre es vielleicht vom Vorteil, die englische Sprache zu können. Die englische Sprache ist hier sehr gängig. Geht bitte nicht davon aus, dass ihr auf Bewerbungsgesprächen immer auf Deutsch sprechen könnt. Es ist nicht immer der Fall. Englisch ist da schon wirklich gängiger, dass da die Leute, die einen rekrutieren, dann Englisch sprechen und dann auch mit dir Englisch reden können. Deswegen wäre das vielleicht vom Vorteil, zumindest eine kommunikative englische Sprache zu besitzen, zumindest soweit, dass man sich vielleicht vorstellen kann, vielleicht ein bisschen von sich erzählen kann. Das wäre schon vom Vorteil, wenn man kein
Polnisch spricht. Wenn ich jetzt auch mal so berichten kann, wurde ich jetzt anders behandelt als Deutscher, weil das ist auch so eine Frage, die man hin und wieder mal im Internet liest, ob das irgendwelche Vor- oder Nachteile hat. Also ich von mir selber kann sagen, ich wurde hier wirklich neutral behandelt, also weder besonders gut, weil ich aus Deutschland komme, oder weder besonders schlecht, weil ich aus Deutschland komme. Eine sehr oft typische Frage, die mir gestellt worden ist, wie kommt es, dass ich von Deutschland nach Polen auswandere, beziehungsweise warum ich hier in Polen arbeiten möchte? Das sind immer so diese typischen Fragen, was ich natürlich auch verstehen kann, muss man auch sagen, jetzt nicht sehr, sehr viele wirklich Deutsche, die nach Polen kommen, um in Polen zu arbeiten. Das hat man eigentlich nicht sehr oft. Das ist eigentlich schon seltener der Fall. Klärt man das einfach mal ganz kurz. Und ja, in dem Sinne kann ich dann sagen, dass dann die Bewerbungsgespräche sehr gut ablaufen. Natürlich habe ich auch negative Erfahrungen gemacht, welche mir nicht gefallen haben, aber das würde ich jetzt sagen, hat nichts mit den Gesprächen selber zu tun gehabt. Es geht mehr eigentlich um die Stellenangebote, wie die beschrieben worden sind. Ich wohne in Łódź, das ist ziemlich in der Mitte von Polen, und ja, ich habe auch einen Job gesucht, wo ich von zu Hause aus arbeiten kann. Das heißt, ich habe mich in ganz Polen umgeschaut oder zumindest Hybridarbeit, was dann irgendwie in der Nähe von Łódź ist, wo man dann vielleicht ein- oder zweimal die Woche ins Büro fahren kann und den Rest dann von zu Hause arbeiten kann. Ja, ich habe natürlich dann auch Jobs gefunden, laut Stellenangebot, die auch Homeoffice anbieten, also 100% Fernarbeit, und somit habe ich mich dann natürlich auch, kann ich mich noch erinnern, in einer Firma in kurz vor Warschau beworben und auch noch eine Firma in Breslau, die Interesse auch an mir gezeigt haben, aber sich dann beim Bewerbungsgespräch herausgestellt hat, dass die eigentlich diese ganze Homeoffice-Sache gar nicht anbieten. Und dann kam dann auch die Frage, ob ich in Erwägung ziehen würde, umzuziehen, zum Beispiel nach Breslau oder nach Warschau, was ich dann natürlich verneint habe. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir bieten kein Homeoffice an, wir bieten keine Fernarbeit an. Und wenn ich die dann darauf angesprochen habe, dass das aber in der Stellenangebot so drin steht, haben die gesagt, ja, das sind alte Informationen, wir müssen das noch ändern. Mich persönlich hat das in diesem Moment sehr gestört, einfach weil die in dem Moment einfach meine Zeit verschwendet haben. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich hatte in der ganzen Zeit, wo ich einen Job gesucht habe, um die 50, 60 Bewerbungsgespräche gehabt. Und ich muss auch sagen, dass ungefähr 5, 6, 7 Bewerbungsgespräche es nicht selten war, dass ich 5, 6, 7 Bewerbungsgespräche am Tag hatte. Und da könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wenn ein Bewerbungsgespräch zwischen halbe Stunde und Stunde geht, ja, dann geht ein halber Tag drauf. Und wenn dann mich eine Firma zum Gespräch einlädt und ich dann nach 2 Minuten erfahre, ja, aber wir rekrutieren sie eh nicht, weil sie nicht nach zum Beispiel nach Breslau ziehen wollen, ja, das hat mich dann natürlich geärgert. Dann hätten die das auch von vornherein schreiben können und dann hätte ich an dieser Stelle ein anderes Bewerbungsgespräch annehmen können. Das sind so diese negativen Sachen, die mich so manchmal gestört haben, dass in Stellenanzeigen etwas anderes stand, was sich dann hinterher herausgestellt hat. Und das geht nicht nur, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Fernarbeit, das ist dann auch manchmal, wenn es um Gehälter geht und so weiter. Kuriose Sachen habe ich natürlich auch erlebt, und da hatte ich auch einen ganz bestimmten Fall, den ich hier erzählen muss. Und zwar habe ich mich hier in einer Firma hier in Łódź beworben. Ich werde jetzt hier auch die Namen der Firmen natürlich nicht nennen. Der Firmenchef, das war ein Fußballfanatiker, der war Fan von der Mannschaft hier aus Łódź, Widzew Łódź. Und man muss sagen, hier in Łódź gibt es 2 Fußballmannschaften, also 2 große Fußballmannschaften. Das ist einmal Widzew Łódź und einmal LKS Łódź. Und die beiden mögen sich überhaupt nicht. Und das Erste war, dass er mich gefragt hat, welchen Club ich sympathisiere oder von welcher Mannschaft ich Fan bin. Dann hat er im Bewerbungsgespräch von mir, ich will jetzt nicht sagen, er hat das verlangt, aber so, er hat so gesagt, ja, ich soll jetzt Legia Warschau-Fans beleidigen und sowas. Oder er hat mich so gefragt, wie schimpft man auf Legia Warschau-Fans und sowas. Und das waren so einfach kuriose Sachen, dass ich eigentlich hier bin, um einen Job zu kriegen und nicht hier bin, um irgendwie andere Fußballfans zu beleidigen. Das sind natürlich dann so ganz, ganz, ganz kuriose Sachen, muss ich auch sagen, das ist jetzt hier nicht Alltag. So kuriose Sachen habe ich also jetzt in diesem Fall jetzt nur einmal so ganz krass erlebt. Das war dann natürlich sehr merkwürdig. Was hier auch noch anders bei Bewerbungsgesprächen ist, beziehungsweise was hier sogar eigentlich ganz üblich in Polen ist, dass hier die Gehälter verhandelt werden. Also wenn ihr euch in irgendeiner Branche wirklich bewirbt, informiert euch vorher, wie sehen da die Löhne aus, so ungefähr. Denn das ist hier auch manchmal so ein bisschen so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel.
dass der Arbeitnehmer in den seltensten Fällen euch sagen wird, okay, ihr werdet das und das hier verdienen können. Die wollen natürlich so wenig wie möglich zahlen, das ist ja auch kein Geheimnis. Ihr wollt natürlich so viel wie möglich verdienen, was ja auch kein Geheimnis ist, was ja ganz normal ist. Also gilt es dort nicht irgendwie zu übertreiben, zu hohe Gehaltsvorstellungen zu nennen, weil dann kommt ihr einfach nicht weiter ins Rekrutierungsprozess. Aber wenn ihr dann zu wenig sagt, ist das dann möglich, dass ihr vielleicht unterbezahlt werdet, zumindest für den Anfang, ne? Also da müsst ihr euch auch ganz klar sein, dass hier die Gehälter verhandelt werden. Das hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist, wenn ihr gut qualifiziert seid und der Arbeitnehmer sowas sucht, könnt ihr natürlich einen hohen Lohn angeben und wahrscheinlich wird er euch dann auch einstellen, wenn ihr natürlich weitere Qualifikationen mitbringt. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist ein bisschen, ihr geht in ein Bewerbungsgespräch rein, ohne zu wissen, habe ich überhaupt die Möglichkeit, genug zu verdienen, und vielleicht ist dann auch so ein Gespräch einfach dann hinterher Zeitverschwendung. In Deutschland sieht das, zumindest zu meiner Zeit damals, sah das ein bisschen anders aus. Man könnte sich so ungefähr vorstellen, was man da verdient, weil viele Firmen geworben haben, ja, wir sind tariflich gebunden und so weiter und so fort, und dann weiß man so ungefähr, okay, diese Branche hat diesen Tarifvertrag, da wird man ungefähr das und das verdienen können. Das hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile. Aber hier bitte auch im Hinterkopf haben, da müsst ihr dann schon vorher wissen, was ihr in dieser Branche verdienen könnt, um dann auch auf jeden Fall gut vorbereitet in ein Bewerbungsgespräch reinzugehen. Hier jetzt auch nochmal ein kleiner Tipp meiner Seite, wenn es hier um Gehälter in Polen geht. Lasst euch so viel wie möglich als Grundlohn in den Vertrag reinschreiben, und ich erkläre auch warum. Sehr viele Firmen, gerade Firmen, die hier Leute mit sprachlicher Qualifikation einstellen, bieten sowas wie Sprachbonus an oder irgendwelche Unterschriftsbonus oder ich weiß nicht welche Prämien, die da immer sehr oft immer hinzufügen, damit das alles sehr lukrativ und attraktiv für den Arbeitnehmer aussieht. Aber ich kann euch sagen, dass in der Regel irgendwelche Bonuszahlungen oder Prämien in den meisten Fällen eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers ist. Das heißt, ich gebe euch jetzt einfach mal ein ganz, ganz grobes Beispiel. Ihr habt einen Bruttolohn von 10.000 Zwotte, also so ein Standard-Bruttolohn, das ist euer Grundgehalt, plus 3.000 Zwotte Sprachenbonus, und dann verdient ihr im Prinzip 13.000 Zwotte, also 10.000 Grundlohn plus 3.000 Sprachenbonus. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass ihr krank ausfallen solltet, aus welchen Gründen auch immer, und liegt ja 3 Wochen mit Grippe im Bett oder keine Ahnung, irgendwie nur so als Beispiel. Hier in Polen ist das auch so, dass ihr dann zum Beispiel bei einer Krankschreibung nicht 100% bezahlt werdet, sondern nur 80%. Das heißt, wenn ihr jetzt krank ausfallen solltet, werdet ihr von diesen 10.000 Zwotte Grundlohn nur 80% kriegen. Das heißt, wenn ihr dann jetzt, nehmen wir jetzt einfach mal 4 Wochen aus rechnerischen Gründen, dann habt ihr keine 10.000 brutto, sondern jetzt nur noch von euren 10.000 Grundgehalt 8.000 brutto. Ja? Und diese 3.000 Sprachenbonus können dann auch einfach mal komplett wegfallen, weil der Arbeitgeber sagt, ja, du hast den ganzen Monat nicht gearbeitet, du warst den ganzen Monat nicht krank, ich zahl dir die Prämienzahlung nicht aus. Also anstatt dann 13.000 brutto zu kriegen, was ja euer Gehalt plus Prämie ist, verdient ihr dann einen Monat nur 8.000 Zloty brutto. Und deswegen ist das immer so ein Tipp von mir, lasst euch so viel Grundgehalt wie möglich in den Vertrag reinschreiben, dass ihr auch im Fall der Fälle, falls ihr mal krank ausfallen solltet oder ich weiß nicht was, immer so viel wie möglich trotzdem noch verdienen könnt. Das ist nur so ein Tipp meiner Seite. Das waren jetzt meine Erfahrungen als Arbeitnehmer bzw. Arbeitssuchender als Deutscher in Polen. Wenn ich auf irgendein Thema spezieller eingehen soll, hinterlasst es mir bitte in den Kommentaren, dann werde ich in Zukunft versuchen, auch mal dann nochmal spezieller darüber ein Video zu machen. Ansonsten habe ich auch eine Playliste zum Thema Arbeiten in Polen. Packe ich euch alle später unten in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das auch nochmal gerne anschauen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.